Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind angekommen in Hyrule Stadt, nachdem wir letzte Mal beim, Dekubaum ihn nicht ganz so lebendig zurückgelassen haben. Und er uns gesagt hat, wir sollen zum Schloss und die Prinzessin treffen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das bunte Leben auf dem Marktplatz. So viele Leute und Geschäfte, das ist ja der Wahnsinn. Okay, fangen wir mal an. Was habt ihr denn hier zu erzählen? Welch dämlicher Kerl. Kannst du dir vorstellen, dass er sich tatsächlich ins Schloss hineinschleichen wollte, um Prinzessin Zelda zu sehen? Wegen dieses Idioten haben sie die Bewachung vor dem Schloss noch verstärkt. Danke, du Trottel. Ich wollte zu Prinzessin Zelda. Habe die Wache umgangen. Bin durch den Burggraben geschwommen. Ich war fast bei ihr, als sie mich doch noch geschnappt haben. Ich habe ein enges Abflussloch auf der Ostseite des Schlosses gefunden und dachte, ich käme durch. Aber ich blieb hängen. Okay, dann haben wir schon mal den Weg verraten bekommen und wir als kleiner Knirps kommen da bestimmt durch. Aber toll, ist die Bewachung nur noch stärker vorm Schloss, super. Was gibt's denn hier? Hey, nimm deine Finger weg! Ich hab's zuerst gesehen! Hey, geht das nicht auch ein bisschen billiger? Hier wird gefeilscht und gekämpft um die beste Ware. Hey, wir drängen uns davor, alles klar. Was gibt's denn da? Und hier hinter? Oh. Hä, hey, hast du schon gehört, dass Prinzessin Zelda in ihren Träumen die Zukunft voraussieht? Okay. Na, wenn sie die gleichen Träume hat wie ich, sind diese Zukunftsträume aber nicht sehr rosig. Wer bist denn du? Dieser Bart ist mein ganzer Stolz. Oh mein Gott, der sieht sehr rechteckig aus. Ist er nicht eindrucksvoll, Kleiner? Naja. Da hat hier der Verkäufer von dem Shop da oben, wenn das sein Gesicht ist, einen eindrucksvolleren Bart, muss man ja mal sagen. So, ihr zwei tanzt irgendwie komisch. Als würdet ihr auf Eis schweben oder gleiten oder was. Hey, du siehst gut aus. Fast wie der König von Hyrule. Und sagt er auch was? Oh, du bist ja noch schöner als Prinzessin Zelda. Oh, oh Gott, okay. Die sind nur mit sich selbst beschäftigt. Lassen wir die beiden mal. Hallo. Warst du schon einmal auf der London Farm, Kleiner? Die Milchsorte ist köstlich. Außerdem gibt es da viele Pferde. Und die junge Tochter des Farmers ist richtig süß. Zur Farm kommst du, wenn du nach dem Ortsausgang durch die Steppe nach Süden gehst. Besuche sie unbedingt einmal. Ja, machen wir irgendwann später. Okay, Navi, was denn los? Der Dekubaum wollte, dass wir die Prinzessin im Schloss von Hyrule besuchen. Sollten wir uns nicht etwas beeilen? Oh, nö. Erstmal hier in Ruhe alles abchecken. Hallo, hallo, hey. Ich kann dieses Huhn nicht einfangen. Ich könnte es bestimmt. Das ist jetzt nicht wirklich schnell. Tue ich was dafür, wenn ich es dir fange? Hey, warte mal. Warte mal. Hey, hey. Halt. Hey. Komm mal da raus. Ich will jetzt hier... Ah, ja. Kann man das überhaupt hochheben? Hey. Okay, ich glaube nicht. Hallo. Mein Hund ist gut erzogen, aber manchmal läuft er auch nachts in Hyrule herum. So wie diese streunenden Stinkeköter. Okay. Dann schließt die Tür ab nachts. Hier haben wir noch mal Rubine. Und Kerne. Hallo, wer bist denn du? Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald. Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die London Farm. Ah, du bist die süße Tochter, von der wir schon so viel gehört haben. Interessant. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück.
Okay, dann kümmern wir uns darum mal. Aber erstmal schauen wir hier weiter. Link, würdest du bitte einmal diese Kiste... Jetzt aber! Jawohl. So. Was habt ihr denn zusammen? Du hier. Hey, Waldschrat. Das ist Hyrule. Nimm dir Zeit und schau dich in aller Ruhe um. Wenn du zum Schloss von Hyrule möchtest, nimm die Straße zu deiner Rechten. Wenn du die Seitenstraßen erforschen willst, geh nach links. Okay. Und was machst du da für komische Boxübungen? Oder was? Was macht sie da? Ich tanze nicht, weißt du? Mir tut der Rücken weh. Au. Ah. Ah, verstehe. Versuch dich ein bisschen zu entkrampfen, aber das sieht eher ungesund aus. Hallo, Hexe. Oder alte Frau. Ich habe tierisch viel verdient. Vielleicht sollte ich noch mehr Sachen suchen, die ich verkaufen kann. Ich weiß schon, ich sollte zum Hylia-See gehen. Da wird immer eine Menge interessantes Zeug angeschwemmt. Okay, Hinweise über Hinweise. Und was ist mit dir? Hallo, du da. Bitte, verkauf mir etwas. Mit C, bitte, verkauf mir etwas. Bitte, in einer Flasche. Oh mein Gott, sehr gut. Reg dich ab. Aber, Moment. Ich hätte jetzt eher gedacht, du bist irgendwie so ein Battle-Junge, der was haben will. Und jetzt will er was kaufen? Interessante Welt von Hyrule. Hallo, wer bist denn du? Kennst du die Zitadelle der Zeit, die sich im Nordosten der Stadt befindet? Die Legenden besagen, dass sich in der Zitadelle der Zeit der Zugang zum Heiligen Reich befindet. Oh, da wollen wir doch hin. Hast du das schon gewusst? Und was gibt's hier? Oh, da ist tatsächlich mal ein Verkäufer hin, aber das sieht irgendwie nur aus wie so ein wackelnder Kopf. Hä? Was? Still, Kleiner, still! Hey, nimm deine Finger weg! Hab's zuerst gesehen! Okay, der gleiche Tumult wie an dem anderen Stand. Kann man mit dem Verkäufer reden? Nee, wir kommen da nicht wirklich hinter, ne? Hey, geht das nicht auch ein bisschen billiger? Jawohl. So, da oben steht noch einer. Oh, aha, hier sind Rubin auf dem Balkon. Ja, nett. Hallo. Es heißt, wir Hylianer hätten so große Ohren, um die Stimmen der Götter hören zu können. Aber ich habe sie nie gehört. Okay. Hey, da ist ein Dieb. Haltet ihn. Rennt er hier einfach mitten durchs Geschehen? Und keiner bemerkt ihn. Koch, ich bin schwer am Trainieren. Ah, okay, für was denn? Du siehst eher voll auffällig aus. So, war hier nicht in dem Baum noch irgendwie was versteckt, wenn man dagegen rennt? Nö. Gab's nicht noch einen Baum? Moment. Nö. Okay. So, dann haben wir hier alle angefaselt. Dann gehen wir noch mal in die guten Stuben rein hier. Erstmal zu dem. Dum, dum. Was gibt's denn hier? Der Bazar. Wieder tolle Shopmucke. Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur geben soll, die hylianische Schilde frisst. Okay. Wir sind gewarnt. Hiermit offiziell. Hallo. Oh mein Gott. Ja, dieser Bart ist eindrucksvoll. Willkommen. Wir reden erstmal mit dir. Mein heißester Artikel ist zurzeit der Hylia-Schild. Aber für dich ist er wohl eine Nummer zu groß, Kleiner. Oh, und Pfeile. 10 Stück für 20. 30 für 60. Moment. Das sind 20 für... Ja, okay, ist der... Und 50 für 90. Oh, das ist tatsächlich preis-leistungstechnisch besser. Deko-Stab, ein Stück für 10 Rubine, okay. Da ist der Hylia-Schild. 80 Rubine, ein großer, schwerer Schild der hylianischen Ritter. Erhält sogar Feuerattackenstand. Könnten wir uns leisten? Wir haben ja viel und wir wissen, wo wir viel herkriegen. Bomben! 5 Stück, 35 Rubine, benutze sie mit C. Du kannst sie nur kaufen, wenn du eine Bombentasche besitzt. Ja, haben wir leider nicht. Herz, 10 Rubine. War das im Kokiri-Shop auch so teuer? Kann sein, ne? Dekonüsse, 5 Stück, 15 Rubine. Ja, nee. Oder warte mal, wie viel haben wir denn von dem überhaupt? Ja, na gut.
Könnten wir eigentlich gebrauchen, aber wenn wir jetzt 15 ausgeben... Ja doch, dann könnten wir den Schild noch gerade so kaufen. Aber wir holen erstmal den Schild. Auch wenn er für uns zu groß ist, aber wir können ihn trotzdem, glaube ich, einsetzen. Okay, geh mal her. Den da. Kaufen. Haben wir. Bam, badadam, dam, dam. Der Hylia-Schild. Geh ins Ausrüstungsmenü, um ihn mit A auszuwählen. Möchtest du noch was kaufen? Hier. Ich habe gerade noch genug für 5 davon. Vielen Dank. So, seid ihr dann wieder vollständig damit? Yeah, sehr gut. Genau. Oh ja, richtig schön groß der Schild. Aber den können wir, weil er so schwer und zu groß für uns ist, nicht vor uns halten, sondern nur uns wie so eine Schildkröte drunter verstecken. Also nehmen wir erstmal den Kokiri-Schild. Bis wir ihn wirklich brauchen. Also den Hylia-Schild. So, was haben wir hier? Magieladen. Oh. Oh, guck mal hier, weißer Zauberer. Ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Oh, nicht haben. Hallo? Gibt's da was? Nö. Gut, hier scheint nichts irgendwie versteckt zu sein. Was hast du denn alles Schönes? Willkommen. Hey, Kleiner. Wenn du die Medizin mitnehmen möchtest, brauchst du etwas zum Aufbewahren. Ja, eine Flasche brauchen wir. Haben wir noch nicht. Mist. Dekonüsse, was haben wir hier? Irrlicht. Oh, 30 Rubine. Dies ist ein Geist in einer Flasche. Verkauf ihn an jemanden, der solch verrückte Dinge mag. An den Jungen da draußen auf dem Marktplatz zum Beispiel? Fisch, 200 Rubine, wirklich. Frisch gefangen. Du kannst ihn in einer Flasche aufbewahren. Käfer, 50 Rubine, dafür brauchst du eine leere Flasche. Sieht eigentlich wie ein gewöhnlicher Käfer aus, ne? Okay. Blaues Feuer, 300 Rubine. Wucher, dafür brauchst du eine leere Flasche. Ja, okay, nee, ist logisch. Wie bewahrt man Feuer in der Flasche auf? Dum, 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 dum. Eine Fee, 50 Rubine, dafür brauchst du eine leere Flasche. Begib dich nie ohne Fee in ein Labyrinth. Weiser Ratschlag. Rotes Elixier für 30 Rubine, damit füllst du deine Energieleiste vollständig auf, zur einmaligen Anwendung. Und grün, damit füllst du deine Magieleiste vollständig auf, zur einmaligen Anwendung. Auch für 30, okay. Wir brauchen Flaschen, Leute, wir brauchen Flaschen. So, was haben wir hier Schönes? Och Gott, in der alten Version sieht dieser Laden auch noch so voll irgendwie langweilig aus. In dem 3D-Remake auf dem 3DS, da ist das nochmal sehr schön überarbeitet worden, dieses Gebäude. Maskenhändler, bitte das Schild lesen, machen wir. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft, wir leihen sie dir nur aus. Hätte ich jetzt noch gedacht, egal. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelleres Modell. Du kannst auch eine bereits verkaufte Maske nochmals leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probier es einfach mal aus, der Masken. Okay. Aber ist keiner da. Hey. Welch merkwürdiger Laden. Ich frage mich, wann er öffnet. Ich habe zwar das Schild gelesen, aber es ist doch schon sehr seltsam. Jo, keiner da. Ja, nö. Dann gehen wir wieder. Ab und zu mal wieder vorbeischauen, um zu gucken, wann das hier losgeht. Mit dieser Masken-Quest. Oh ja. Und die Schießbude. Können wir die auch schon machen? Oh, doch, bestimmt. Komm, das kriegen wir hin. Da habe ich jetzt Lust drauf. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20... Kein Geld. Verdammt. Ah, halt, Moment. Ich weiß, wo ich Geld herkriege. Nö. Na gut, dann eben nicht. Dann holen wir uns erstmal ein paar Steinchen. Aber jetzt noch nicht. Erstmal klappern wir hier alles ab. Was haben wir denn hier? Oh ja, die Minenbowlingbahn. Die ist mega witzig und super nervig zugleich. Ihr werdet bald sehen, warum. Die wird aber auch noch nicht offen haben. Schnarch. Oh, tut mir leid.
Wir haben noch nicht geöffnet. Komm bitte später wieder. Ja, ja, ja. Ist alles noch nicht freigeschaltet, sozusagen. Wir müssen halt erst einen bestimmten Punkt erreichen, bis das alles öffnet. Schatzkistenpoker, vorübergehend geschlossen. Erst abends geöffnet. Okay. So, dann machen wir auch hier überall. Gucken wir uns mal die Seitengassen an. Seitenstraße. Hallo. Hey, was machst denn du hier? Hey, Kleiner. Ich verrate dir etwas. Ich hörte, dass sich in der Nähe des Schlosses eine geheimnisvolle Quelle befinden soll. Oh. Ja, ich weiß auch schon, von was er redet. So, lesen. Komisch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ah, vielleicht auch nur nachts. Mal gucken. Hier können wir aber rein. Hallo? Wohnt hier jemand? Jemand zu Hause? Hallo? Keiner da. Okay. Ja, nö. Nichts zu tun, außer eine Kiste zu zertrümmern. Dong. Für einen Fünfer nehme ich. Okay. Da hinten geht's noch rum, jawohl. Das sieht aus wie eine Tür. Ist da eine... Ist das eine Tür? Nö. Hätte mich auch gewundert, weil das wäre mir komplett neu gewesen, wenn man da noch hätte reingekonnt. Hallo, was machst denn du da? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Okay. Okay. Ist hier eine Tür? Nee. Nee, nee, nee. Ist nur die eine hier, die man sehen kann. Hey, was ist? Was ist schlimm daran, den Tag über rumzuhängen, Kleiner? Was willst du? Oh, Pöbel. In der Seitengasse ist der Pöbel. Komisch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Okay. Dann haben wir hier noch ein paar mysteriöse Türen in der Seitengasse. Aber. Ich hol mir jetzt Cash, damit ich in der Schießbude voll den großen Preis abräumen kann. Oh yeah. Und zwar hier oben. Auf der Zugbrücke. Dum, 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 dum. Da, 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 da. Bitte, ja, okay, so ist gut. Hoch. Und. Hep. Okay. Es war auf jeden Fall nur einer. Vielleicht resettet sich das nach einer bestimmten Zeit oder nach einem bestimmten Ereignis wieder. Oder wenn wir irgendwo ganz anders hingegangen sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren es nicht die einzigen drei. Man kriegt definitiv da immer mal wieder die drei zusammen. So. Ja. Wenn wir hier noch auf 60 kommen, wäre das gut. Dann hätten wir schon mal Geld für drei Spielchen. Ja, das ist doch machbar. Das ist doch drin. Absolut drin. Komm, noch drei. Jawohl, einer noch. Ach, komm. Ja, das ist er. Reicht, danke. Tschüss. So, und jetzt wird ein bisschen geballert. Dum, dum. Die Tür war da, glaube ich, auch einfach nur Deko, an der ich gerade vorbeigerannt bin. So, Freundchen, geh mal her. Willst du ein Spielchen wagen? Das kostet dich nur 20 Rubine. Jo. Okay. Das hier ist nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse und musst alle 10 Steine treffen. Schieße mit B. Fertig? Dann los. Und viel Glück. Okay. Oh, nein, nein, nein. Die Steuerung ist ja invertiert. Verdammt. Dann denken. Okay. Dann kommt hier, glaube ich, ein blauer. Ja. Verdammt, okay. Okay. Jetzt schnell reagieren, nein. Ah, verdammt. Aber ich glaube, die kommen immer in der gleichen Reihenfolge. Oh Gott, das war nichts. Okay. Du brauchst offenbar noch etwas Training. Übe fleißig und komme wieder. Ich glaube, wenn man
einen nicht oder zwei nicht erwischt, dann kriegt man nochmal eine Gratis-Runde, aber das war halt zu schlecht. Ich geb's jetzt so. Willst du ein Spielchen machen? Das kostet nur 20 Rubine. Ja. Okay. Das ist nur was für echte Kerle, bla bla bla. Okay, wissen wir. Ja, damit. Okay. Der erste ist einfach. So, dann kommen die beiden blauen. Oh Gott, das ist viel zu krass. Steuerung. Okay, hab noch. Ja, alles gut. Jetzt kommt der hier. Oh Gott. Ja, nee, okay, das kann ich vergessen. Da muss ich sensibler mit der Steuerung sein. Ah, jetzt kommt der Grüne hochgeflogen. Nee, doch nicht. Ah, aber jetzt. Hä? Kam da nicht noch? Hab ich was verpasst? Brauchst du offenbar noch Training? Ja, okay, komm. Eine Runde noch und jetzt muss doch. Oh nein, schon ein Verballer, verdammt. Okay, hab ich. Jetzt kommt der Blaue. Okay, und der Blaue. Ah, hier war der. Nein, Mann! Okay. Jetzt noch wenigstens die Roten alle. Und komm. Alles klar, nur ein. First! Nun gut, du darfst es noch einmal versuchen. Umsonst. Diesmal musst du es schaffen. Mann, warum wird denn immer der erste schon ausgelöst? Okay. Blau hier. Ja, blau da. Sieht gut aus. Okay, jetzt kommt der Grüne, der ist bisher am schwersten. Nein! Nochmal da, nochmal. Okay, hab ich. Die Roten. Ja, ja. Und die anderen beiden Roten. Ja, und. Okay. Puss, es ist nur dieser eine Grüne, der sich bewegt. Okay. Zack, jetzt blau links. Hab ich. Blau rechts. Ja, jetzt der Grüne. Och, komm. Kann doch nicht wahr sein. So, da und da haben wir die Roten. Hep und hep. Und hep und hep. Ja. Der Rest ist jetzt durchs Training einfach geworden. Okay, letzter Versuch. Für heute. Hep. Hep. Bisschen runter, das ist mir ein bisschen zu hoch. Okay, komm schon. Der muss jetzt aber... Mann, das darf doch nicht wahr sein. Okay. Okay, jetzt habe ich den sogar auch noch. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir zwei nicht treffen. Auch fast. Ja, genau. Bei einem oder zwei. Nun gut. Mann. Okay, einen machen wir. Einen machen wir noch. Ist der Ehrgeiz jetzt. Auch wenn wir überziehen, ist mir egal. Komm, muss doch drin sein. Den hier zu treffen. Ja! Jetzt nicht verreißen hier. Okay, und die Roten. Ja, ja. Konzentrieren. Ja. Jawohl! Oh, haben wir es doch noch geschafft. Ich bin begeistert. Klasse. Göttlich. Hier, nimm dieses einzigartige Prozent an dich. Und es ist... Ui! Deine Munitionstasche ist größer geworden. Jetzt kannst du insgesamt 50 Deko-Kerne tragen. Ja, bitte. Gleich mal innerhalb kürzester Zeit von 30 auf 50 aufgestockt. Cool. Aber Freunde, das war es dann auch für heute. Das wollte ich tatsächlich heute noch schaffen. Ich habe es geschafft. Ha. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Und ich hoffe auch, ihr bleibt weiterhin am Ball. Nicht wahr? Denn beim nächsten Mal geht's hier die Straße hoch. Und im Hintergrund seht ihr es schon zu Schloss Hyrule. Also... Bleibt weiter am Ball, bis zum nächsten Part und wie immer sage ich, Cheerio!